Land betreten, sie vor der Epidemie zu retten und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder, alte Leute. Um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden. Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Gott sei Dank. Na, worauf wartest du noch? Geh! Geh, Artyom. Ich finde dich, sobald die damit fertig sind, mich zusammenzuflicken. So, Leute. Willkommen zum Metro. Wir machen gleich weiter. Und wir haben ja einen schönen Abend mit Anna gehabt, wo wir fast erstickt sind. Verdammt, und er hat immer gesagt, er würde uns noch alle überleben. Sieht hier richtig einladend aus. Scheiße, wenn ich so infiziert bin. Also, Artyom infiziert ist. Was mache ich denn jetzt? Was soll ich machen? Bring sie nicht an die Handschuhe und die Maske zu erinnern. Nein, das weiß ich. Perfekt. Also, sie nehmen stündlich die Temperatur und Blutproben alle. Stehe hier bitte nicht im Weg. Rufen Sie mich sofort. Wie nett. Und konnten Sie den Überträger isolieren? Ja und nein. Es ist ein Erregerstamm des Ebola-Virus. Aber es ist nutzlos, ihn zu kultivieren. Er ist jetzt im Grunde nicht virulent. Ohne den ursprünglichen Erreger. Doktor, Sie wissen, dass ich kein Mediziner bin. Bitte erklären Sie es mir. Entschuldigung, Herr Oberst. Dies sind die Fakten. In den ersten zwei Tagen lag die Sterblichkeitsrate bei 95%. Am dritten Tag sank sie auf 25%. Heute haben wir nur zwei Neuinfektionen. Beides leichte Infekte mit guter Aussicht auf Genesung. Wissen Sie, Moskau war nie ein natürlicher Lebensraum für das Virus. Und in seiner wilden Form bleibt es viel länger gefährlich. Das ist jetzt alles. Es ist kein normales Virus. Es ist ein waffenartiges Virus, das gezüchtet wurde, um eine maximale Sterblichkeit innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen und dann harmlos zu werden. Verdammt! Wo kam das Virus her? Ich habe von einer neuen Generation Biowaffen gehört, die auf diesem Virus basieren. Sie wurden vor dem Krieg entwickelt, aber wo es jetzt nach all diesen Jahren herkam... Biowaffen? Mein Gott. Nur für den Fall. Ich habe ein paar Ranger befragen lassen. Einer davon könnte diese Überraschung aus der Vergangenheit in die Metro gebracht haben. Meint er damit nicht? Wenn ihr euch fragt, warum ich mich umschaue, ich genieße ein bisschen die Grafik, die Umgebung, wie sie so aussieht. Und mit dem Spiel habe ich ja nie die Gelegenheit. Dafür mache ich es jetzt, wenn sie da reden. Alle Gegenstände ohne eine entsprechende Markierung werden als verboten betrachtet und ihre Besitzer müssen mit schweren Sanktionen rechnen. Ich bin nicht
jeden Tag. Es nimmt kein Ende. Oh. Schon hart so, wenn sowas passieren sollte, also wenn man anschaut, was wir für gerade Probleme haben mit der Ebola-Sache. Also Virenseuche, das ist echt hart. Gott bewahre uns davor. Aber es sind. Weitergehen, du kannst hier nicht bleiben! Ich bin hier! Ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass es dir, Atjom, und Anna gut geht. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, krank zu sein. Der Schwarze, nach dem wir suchen, könnte wirklich der Letzte sein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Gehen wir. Aber ich muss zurück, um ihr Insulin zu holen. Sonst wird sie sterben. Sie können hier welches kaufen. Ich kann sie nicht gehen lassen. Wie sollen wir etwas kaufen, wenn alles, was wir hatten, zurückgeblieben ist und die Hanse so viel berechnet? Bitte. Die Hanse hat ihnen Unterschlupf gewährt. Die Flüchtlinge hatten viel Glück, weil Tomlins Rat. Kortens Männer haben ganz klar nicht erwartet, auf den Gegenschuss zu treffen. Tja, die Hanse konnte die Station nicht ohne Hilfe beschützen, aber sie bietet immerhin Unterschlupf für die Flüchtlinge. Und ein Krankenhaus. Also ich schaue mich erstmal um, du kannst gehen, wo du rumhast. Ich brauche die ganzen Ausrüstungsgegenstände. Sehr wahrscheinlich eine Station zu betreten, die vollständig vom Virus ausgelöscht war, aber es dauerte ihnen zu lange und sie wurden ungeduldig. Sie warten nicht auf das Ende, sondern beschleunigten es. Die Überlebenden sagten, dass die Roten, als die Regierung der Station begann, es einigen vermutlich kontaminierten Bewohnern erlaubten, zur Nachbarstation zu flüchten. Der Oktyabrskaya Kolzevaya, oh Gott, was ist das für ein Name, aber dicht hinter diesen Flüchtlingen folgten ihnen Hinrichtungstrupps, wäre zu dieser Zeit nicht zufällig ein Team des Ordens der Kolzevaya gewesen, das die Roten abwehren konnten, dann hätten sie jetzt zwei Stationen, die Hanse wäre in zwei Hälften getrennt, aber die Orden konnten das verhindern. Ich muss nur kurz in Twitch was schauen, weil da jemand, glaube ich, geschrieben hat und ich sehe das auf meinem Bildschirm nicht. Verstehen. Es hat ein paar Todesfälle gegeben. Die Mediziner tun ihr Bestes. Naja, hoffen wir, dass es reicht. Und was sollen wir hier tun? Hoffen. Und Sie sollten arbeiten wie immer. Und die Gerüchte mit einer Prise Salz verzehren. Vielen Dank. Ich habe Dank. Ist zwar da. Aber ich sehe nicht, was er geschrieben hat. Blöd. Egal. Wenn es wichtig ist, wird er nochmal schauen. Der kann ihn. Nirgendwo hier durch, hat er ja voll für einen Arsch. Geht mal so. Tut mir leid. Ohne Erlaubnis. Hallo, Captain Morgan. Servus. Da ist unser Mann. Lassen Sie den durch, er hat eine Erlaubnis. Ich denke, du solltest dich mit Filtern und Munition ausstatten, Atjom. Danach bin ich dazu bald noch einmal so eine Chance bekommen. Okay. Ist doch gerne. Also was habe ich gesagt gehabt? Welche Waffen nehme ich mit? Das Ding baue ich aus. Wird in der Hanse hergestellt. Das Ding habe ich. Und eine MG. Wow. Mein Ding ist voll. Die ökonomischste Munition überhaupt. Darauf kannst du Gift nehmen. Kauf die hier. Sind eine großartige Investition. Die sind handverlesen.
Du hast nicht genug Platz. Hey, Ranger, wie wäre es mit etwas Munition? Eine Granate kann mehrere Ziele auf einmal erledigen. Sehr gut. Mich auch. Was haben die davon? Niemand hat irgendwelche Verträge mit ihnen gemacht. Wir haben ihnen nicht einmal etwas... Komm her, Ranger. Ich habe eine großartige Waffe. Komm her, Ranger. Lass uns feilschen. Komm schon. Schau mal. Ich wette, in Spanien gibt's die nicht. Ja, wie tue ich jetzt meine Waffen da hinten? Die will ich doch auch. Wurfmessung, will ich schon noch nicht schüchtern sein. Gib mir auch einen Rabatt. Die wollen mich verarschen, ja. Diese Messer sind sehr wirtschaftlich. Man kann sie mehrmals benutzen. Viel Glück. Weshalb dieses Mal? Die kamen wegen der Epidemie. Ja, endlich. Aber wir haben bereits Quarantäne. Haben wir das so blöd hingestellt? Ja. Oh, ja. Im Dunkeln brauche ich das Ding nicht. So, das nehmen wir. Das passt. Laserbeschuss. In diesem Qualitätsmittel läuft der Vorkriegsgeist auf und verliert keine Luft, selbst wenn Überdruck. Das ist ja geil. Ach Gott, das habe ich ja schon drauf. Mist. Okay, so, wir werden mich bald wieder, Ranger. Granaten zum Sportpreis. Komm ruhig wieder. Viel Glück. Die Staaten haben das schon vor langer Zeit. Okay, die Filter habe ich jetzt auch. Artyom, beachte die Gelder, die die Hanse für diese Quarantäne ausgibt. Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit ihrem Geld. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Polis einen zusätzlichen Trumpf ausspielen. Zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Korbut und Mosquin machen. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Bald werden sich die Anführer von Hanse, Roter Linie und Reich in der Polis treffen. Sie erhoffen sich eine friedliche Lösung bezüglich D6. Aber ich kenne die Natur des Menschen. Das ist gut, jetzt habe ich überall einen Laser. Der Krieg ist ebenso gewiss wie der Einbruch der Nacht. Es sei denn, ein Wunder geschieht. Das Problem war ganz klar, dass ich nahe zoomen musste, dass ich weiß, wo ich hinschieße. Also, wir werden den Zug mit dem Schwarzen nicht erwischen, wenn wir uns den Tunnel entlang bewegen. Aber es gibt einen anderen Weg.